Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 15. September 2018 mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Und natürlich, wie geht es dir dabei? Also ich bin heute ein wenig später dran, aber da ich weiß, dass ihr alle auf dieses Video wartet, drehe ich das jetzt noch kurz vor meinem Termin nochmal ab. Also ich bitte dich, dass du deine Augen schließt und voll und ganz auf den heutigen Tag, auf deinen Seelenpartner und dich einstimmst. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und nun bist du bereit für die Botschaft. Die erste Karte ist für euch beide Schlüssel zum Kosmos. Wir sind Sternenstaub, verbunden mit unserer geistigen Heimat im Kosmos. Und dazu auch die kleine Meditation. Und tauche einfach mal in diese Energie hinein. Verbinde dich mit dem goldenen, göttlichen Kind in dir. Lege deine Hände auf den Bauch und stell dir vor, wie dein inneres Wesen seine Hände in deine Hände legt. Wie geht es dir mit dir selbst? Komme immer mehr in die Verbindung mit dir selbst, mit deinem wahren Wesen. Fühle dich und nimm dich wahr. Sage deinem Sonnenkind, dass du es liebst und achtest. Dein Sonnenkind symbolisiert das ewige Wesen in dir. Stell dir nur vor, wie sich dein höheres Selbst mit dem Sonnenkind verbindet und wie du immer mehr in das Licht gezogen wirst, in deine wahre, reine Lichtnatur. Stell dir vor, wie dir ein Schlüssel überreicht wird, der Schlüssel zu deinem Heim im Kosmos. Du schließt das Tor auf und kommst immer mehr zu dir nach Hause, in dein wahres Sein, in deinen wahren Ursprung. Du wirst bereits erwartet hier. Deine ganze Seelenfamilie hat sich versammelt. Lass dir Zeit. Spüre, wie dein wahrer Ursprung sich mit deinen jetzigen Inkarnationen verbindet und das Licht der Liebe einströmt. Wo immer du bist, kannst du dich in den Sternenlicht, aus dem du kommst, baden. Sage dir heute: Ich habe Gedanken, doch ich bin nicht meine Gedanken. Ich habe Gefühle, doch ich bin nicht meine Gefühle. Ich habe einen Körper, doch ich bin nicht mein Körper. Ich verbinde mich mit meiner wahren Essenz und lebe, wozu ich gekommen bin. Ich bin göttlich geführt. Das war diese kleine Meditation zum Einleitung und ich hoffe, das hat dir gefallen heute und konntest du dich gut einstimmen. Nun beginne ich mit der ersten Karte für dich heute und da kommt die für deinen Seelenpartner Verzeihung.
also die erste Karte für deinen Seelenpartner, der Adept. Mit neuem Wissen beschenke ich dich. Durch Liebe erlangst du Weisheit. Also es geht heute darum, dass der irgendwie neues Wissen in sich entdeckt. Und dazu auch nochmal die Bedeutung, neue Erkenntnis für deinen Seelenpartner. Ich lese das aus dem Buch. Ein jüngerer Mann begegnet dir. Er geht einen Weg der Erkenntnis, der ihn in ein tiefes Wissen einführt. Du selbst beginnst, einen Einweihungsweg zu gehen. Dieser Weg beschenkt dich mit einem Wissen, das dich und dein Leben bereichern wird. Es holt dich aus einem Alltagstrott heraus und erweitert dein Bewusstsein. Achte aber stets mit deinem eigenen Herzen, ob das, was andere dich lehren, auch tatsächlich mit dir, mit deinem eigenen Wesen übereinstimmt. Also, es geht wirklich für deinen Seelenpartner darum, dass er das wirklich auch erkennt. Also, bin ich damit in Resonanz? Entspricht mir das jetzt meinen Weg, meinem Herzen, meine Persönlichkeit? Oder bin ich da nicht mit in Resonanz? Also auch wenn jetzt jemand ihm hier lehrt, vielleicht ist er auch auf einem Seminar oder hat er eine Begegnung, vielleicht aus der Firma jemand. Ja, und das scheint auf Anhieb, dass der halt hier bereichert wird, aber dennoch ist es wichtig, dass man auch wirklich hineinfühlt, passt das auch zu mir überhaupt? Ja? So, dann schauen wir einfach, was die Karten weiter sagen. Und da kamen die Karten von dem Herzengel heute. Es geht heute bei deinem Seelenpartner um die Gefühle. Deine Empfindungen verleihen dir Lebendigkeit. Also es geht überwiegend heute um Gefühle und er hat auch lustvolle Gefühle. Also Erotik und Sexualität sind beglückend und schenken Ekstase. Ich glaube, das hatten wir auch vor etwa eine Woche auch schon mal, also dass hier Gefühle und lustvolle Gefühle kamen von dem Seelenpartner. Ja, und dann kommt auch der Spiegel natürlich. So, dein Spiegelbild zeigt dir einen Teil deiner eigenen Geschichte. Und da wird dein Seelenpartner darauf hingewiesen, dass er wirklich diese Spiegelungen, was du ihm zeigst, ja, was das mit ihm zu tun hat. Also du zeigst ihm das, was er so selber ist, so ungefähr. Ja, und dass er da nochmal hinschauen soll, was du ihm spiegelst, ja, heute. Und dann die nächste Karte, die Liebe hält durch. Die Liebe gibt nicht auf oder verliert den Glauben. Die Liebe ist volle Hoffnung und jede Situation gewachsen. Also die Liebe hält hier durch. Und das ist doch schon mal eine positive Karte. Das kommt aus dem Seelenpartner-Orakel hier, diese Karte. Und es werden Gespräche von Herz zu Herz geführt, also sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Also es wurde hier noch nicht über die Gefühle gesprochen, vielleicht hast du heute die Möglichkeit oder bekommt ihr irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr miteinander kommuniziert. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird dein Seelenpartner über die Seelenebene zu dir Herz zu Herz sprechen. Achte auf wirklich auf deine Träume und auch auf deine Gefühle, ob da auch was kommt. Vielleicht spürst du auch schon heute deinen Seelenpartner oder was er dir sagen möchte. So, und dann begleiten ihm Engel für Tatkraft und Erfolg. Ich glaube an mich und an meinen Erfolg. Und Erzengel Jophiel begleitet ihn. Mit deiner Hilfe gelange ich an meine innere Weisheit. Also das wird ihm nochmal hier bewusst, dass er sich halt auch die Hilfe von den Engeln annimmt und auch Erzengel Jophiel vielleicht heute einlädt, dass er auch wirklich so seine innere Weisheit leben kann, also aus sich heraus hochholen kann und folgen kann.
Und also er wird jetzt in der Tatkraft auch heute kommen. Also wird etwas in der Bewegung setzen, auch mit dem Glauben an sich selbst. Ja? So, also in Bezug auf dich möchte er noch etwas warten, also etwas abwarten. Also es fühlt sich jetzt noch nicht so an, dass es jetzt heute mit euch hier irgendwie weitergeht, Gespräche schon, aber er möchte noch hier abwarten. Wir schauen weiter, bis hier weitergeht. Und also es kommen die, also seine Intuition wird heute gestärkt. Also ich bin dafür, die intuitiven Impulse meiner Seele jede Zeit wahrzunehmen. Also er wird seine Intuition schon heute wahrnehmen und auch zulassen. Dennoch möchte er hier warten. Also wir schauen auch noch, was die anderen Karten sagen, warum er hier noch warten möchte. Was ist denn da noch, was ihn blockiert? Oder was ist denn da, warum er warten möchte? Ja, und hier kommen schon auch die Antworten. Also da ist also Rivalin und Rivale. Also da sind noch andere Personen mit im Spiel. Also entweder bei dir oder bei ihm oder bei euch beiden. Oder ist einfach eine Energie da. Und deswegen ist dieses langsames Vorankommen bei euch. Deswegen möchte er auch warten, weil er gar nicht weiß, wie er da rauskommen soll. Ja, und da kommt die Umarmung. Du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Das weiß der, dass du sein Gegenstück bist. Und da kommt die Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Also er ist jetzt momentan auch beschäftigt, also zu manifestieren, also dass er die Träume in Erfüllung bringt. Also das ist jetzt dein Seelenpartner. Und wie geht es weiter? Weg der Heilung. Bitte mach dich endlich auch auf dem Weg, warte nicht länger auf mich. Setz dich nicht für mich in eine Warteschleife. Dein Herz braucht dringend Heilung. Du hast deine Wurzel verloren. Setz dir ein neues Ziel, erde dich. Genieße wieder dein Leben. Bitte werde glücklich, aber ohne mich. Du schaffst das. Alles Gute für dich. Also er sagt jetzt hier für dich heute, dass du nicht in der Warteposition bist. Ich weiß, ihr wollt das nicht hören, aber was die Seelenpartner sagen und was die fühlen, sind ja zweierlei Paar Schuhe, ja? Also, dass du auf jeden Fall nicht in diese Warteschleife bist und dass du dein Leben in der Hand nimmst, dass du heute auch rausgehst, Spaß hast, das Leben genießt und natürlich auch dich immer wieder erdest. Das ist so wichtig, dass du dich erdest, damit du wieder ins Vertrauen kommst. Und dann wird er natürlich auch auf dich zukommen. Also Kronenchakra, also bei ihm ist das Selbstvertrauen blockiert. Deinem Wunschpartner fehlt das Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Entscheidungen, beziehungsweise mutig den Weg zu gehen, den sein Herz ihm sagt. Er steckt voller Ängste und vor allem Misstrauen wittert hinter jeder Ecke einen Betrug und Unaufrichtigkeit. Aus diesem Grund fällt es ihm auch so schwer, auf dich zuzugehen. Wenn man sich selbst nicht zutraut, wie soll man mit diesen anderen Menschen vertrauen oder sich einer Person öffnen? Schon als Kind wurde ihm Entscheidungen abgenommen und er hat das getan, was ihm gesagt wurde. Er muss also an diesem Thema arbeiten. Nimm ihm nichts mehr ab. Er kann das alles alleine. Also seine Kronenchakra ist hier blockiert und natürlich kommt das auch aus dem Kindheit. Und das weißt du auch, dass dein Seelenpartner schon viele Kindheitsthemen hat. Ja, also natürlich kannst du noch heute und morgen diesen Chakrenausgleich, was ich in Angebot habe, natürlich für deinen Seelenpartner auch buchen. Jetzt beginne ich mit deiner Seite. Also und für dich heute kommt das reine Licht. Ich bin in meiner Mitte, ich begegne meinen Ursprung, ich bin das reine Licht. Also es scheint mir hier, dass du besser in deiner Kraft bist wie dein Seelenpartner. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ist auch wichtig, dass du in deiner Mitte bist. Versuche nicht aus einer Situation
oder an einem Zustand in deinem Leben vorbeizuschauen. Versuche nicht etwas zu verbergen. Das Licht erhellt die Dunkelheit und bringt an die Oberfläche. Erlaube, dass sich bisher geheime oder unbewusste Dinge in deinem Leben nur offenbaren. Auch wenn was aus deinem Unterbewusstsein unbewusst hochkommt. Ja? Auch wenn diese Stürme auslösen, sollte, werden es heilsame Stürme sein. Du findest dich wieder in deiner eigenen Mitte. Du begegnest deinen ursprünglichen, zutiefst in dir angelegten Urkraft. Das Licht strahlt von dir aus. Du selbst wirst zu einem der dunklen Bereiche ausgeleuchtet. Das Licht strahlt aus dir aus. Du selbst wirst zu einem der dunklen Bereiche ausleuchtet und an die Oberfläche bringt. Was war? Hüte dich davor, etwas vorzustäuschen. Hüte dich davor, Illusionen zu erzeugen. Reine Wahrheit bringt Segen. Es geht heute für dich darum, dass du unbewusste Dinge, was hochkommen, auch wenn das also auch schmerzhafte vielleicht Gefühle sind und dich erschüttern, also so heilsame Stürme werden das aber sein, weil das dann auch endlich losgelassen werden kann und geheilt werden kann. Und so findest du wieder in deine Mitte. Und es ist auch wichtig, dass du auch deine dunklen Themen, also deine Schattenthemen heute anschaust, an der Oberfläche die bringst, auch vielleicht die Schattenthemen, was dir dein Seelenpartner angetriggert hat, dass du das nochmal anschaust, ja, was in dir ausgelöst hat. Ist aber auch wichtig, dass du dir keine Illusionen erzeugst, sondern dass du wirklich bei der Wahrheit bleibst, auch bei dir, ja. So, und die Engel sagen, denke nochmal darüber nach, also dass du diesen ganzen Prozess nochmal darüber nachdenkst, was will es dir sagen, wo will es dich hinführen, was will in dir hochholen und heilen. Ja, also dass du nochmal da in deine Gedanken gehst und das Ganze auch wunderbar wirklich in der Natur heute machen. Und da kam die Karte Bestimmung. Ich bin dazu bestimmt, mit Freude viele unterschiedliche Lebenserfahrungen zu machen. Also es ist wichtig, hier Lebenserfahrungen zu machen. Und das ist deine Bestimmung und auch noch deine Bestimmung, dass du an deine Visionen festhältst. Also ich habe eine absolut erfüllende Vision von meinem Leben und erschaffe diese. Also halte an deine Vision fest, was du in Bezug auf deinen Seelenpartner haben möchtest, ja, oder was dir so als Eingebung kommt oder dein Wunsch, und folge deine Bestimmung, also Stück für Stück, Schritt für Schritt nach vorne. So, die nächste Karte, lass dir von deinen Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Also wenn du so Gefühle hast jetzt, wo du mit keinem darüber reden kannst, über den Seelenpartner, oder die meisten in deiner Umgebung haben dafür keine Verständnis, da schau mal, vielleicht hast du doch eine beste Freundin oder einen besten Freund, mit wem du dann doch darüber reden kannst, die auch Verständnis für dich zeigt und die dich in diesem Prozess auch natürlich begleitet oder unterstützt. Hier, was sagen die Karten nochmal? Für dich ist natürlich körperliche Berührung sehr wichtig. Für manche ist es nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Also sei heute auch selber gut zu dir, sei liebevoll zu dir und gönne dir vielleicht eine Massage oder irgendetwas Schönes, wo du dir selber was Gutes tust, ja, oder ja, wenn du mit deinem Seelenpartner natürlich zusammen wärst, dann würdest du auch jetzt hier mein Video nicht schauen. Aber es kann sein, dass viele den Seelenpartner doch jetzt am Wochenende treffen. So, wie geht es weiter? Hier kamen 4 Karten. Also suche. Wenn du suchst, kann dich das Glück nicht finden.
dass du aufhörst, danach zu suchen, so nach diesem Glück, und überlass es deinem Unterbewusstsein, dass dieses Glück von dir aus dem Unterbewusstsein heraus angezogen wird. Also die Vergangenheit ist ein Raum, der nicht mehr existiert. Und lass diesen Eifersucht los. Also der Pegasus hilft dir, dein Vertrauen wiederzufinden. Wenn du eventuell eifersüchtig bist, dann ist das so, dass du nicht geerdet bist, nicht im Vertrauen bist. Also Eifersucht ist eine niedrige Schwingung. Also das kann gut sein, dass du wirklich nicht geerdet bist. Und deswegen ist es wichtig, dass du, ja, dass du wieder dein Vertrauen findest, dass du in der Natur gehst und dich erdest. Und so findest du auch bei dir, also zu Hause, also in deinem Inneren findest du dein inneren Zuhause. Erinnere dich an deinen göttlichen Ursprung. Also wenn es dir gut geht, dann fühlst du dich auch in deinem Körper zu Hause. Hier kamen noch zwei Engelkarten. Also es kommt nochmal heute, dass du begnadigt wirst, also dass dir etwas erlassen wird. Ich erfahre Gnade in meinem Leben. Und nochmal Uriel begleitet dich. Mit deiner Hilfe lasse ich Freude in mein Leben ein. Nimm den Uriel auch mit in der Natur. Rufe ihn, dass er dich begleitet heute. Da wird er dich auch unterstützen. Und hier kamen Untreue und Fremdgehen. Es kann sein, dass hier ja, entweder dein Seelenpartner noch vergeben ist und kommt auf dich zu, oder du dich mit ihm triffst heute und dadurch er untreu wird, oder du bist vergeben und wirst du untreu. Also spielt hier diese Untreue eine Rolle bei euch. Und es kommen heute Nachrichten oder findet eine Kommunikation statt. Es kann auch eine nonverbale Kommunikation stattfinden. Das heißt, dass irgendwelche Bilder gepostet werden, die auf dich gemünzt sind, oder ein Foto vielleicht, wo eine bestimmte Botschaft dahinter steckt. Und ja, und hier der Spiritualität und Religion spielt auch eine Rolle. Also bei dir spielt das in deiner Entwicklung, in deinem Seelenentwicklung, die Spiritualität eine große Rolle. Und es ist für dich sehr, sehr wichtig, dass du diese Vergebung, also machst für deinen Seelenpartner, vergib und vergiss, das Leben ist so wertvoll, um es sich zu verderben. So, und diesbezüglich, das ist auch ein Schlüsselwort, wird es auch nächste Woche etwas geben als Wochenangebot. Es wird eine Vergebungsritual geben, also dass du mir schickst, worum du um Vergebung bittest, also für deinen Seelenpartner. Ich zelebriere hier für dich ein Ritual. Und also es gibt auch eine Energieübertragung für euch beide als Wochenangebot, als Vergebungsritual mit Energiearbeit. So, das stelle ich morgen in meinem Orakel vor. Und für dich kommt die Lernaufgabe. Ja, das zwischen uns ist kompliziert, eine karmische Verstrickung, eine Lernaufgabe. Ich spiegel dir, wo und wann du stark sein und was du dir nicht mehr von mir gefallen lassen solltest. Mit Sicherheit konnten wir uns auch bereits in einem früheren Leben, kannten wir uns im früheren Leben, und wir müssen immer noch dazu lernen. Unser Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Also natürlich ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Also Herzchakra ist hier blockiert, das zögerliche Herz. Dein Wunschpartner blockiert sich selbst immer wieder. Bei euch geht es um das Hauptthema der Aktivität und des Fortschrittes, das Hin und Her zwischen euch und Stillstände, und dann wieder plötzliche Meldungen haben ihre Ursache in seinen alten schmerzlichen Erfahrungen. Diese halten ihn davon ab, bei dir zu bleiben und diese Beziehung zu intensivieren. Er spult immer wieder den Film der Vergangenheit im Kopf ab, sobald du gewisse Themen antriggerst.
Wenn du ihm zu nahe kommst, zieht er sofort eine Grenze, da er tief im Inneren noch nicht geheilt und deshalb so zögerlich ist. Es liegt nicht an dir, sondern an seinen ungelösten Problemen. Also jetzt das mal auf dich umgemünzt. Also du bist auch hier blockiert, ja, und das blockiert auch euer Weiterkommen und ist auch ein Stillstand. Also du hast auch hier schmerzhafte Erfahrungen, also in Beziehungen, und bei dir sind auch so viele Sachen noch im Kopf, also was dein Seelenpartner dir antriggert, wo sich das noch als Thema zeigt. Und du ziehst dir auch Grenzen, wenn du gekränkt bist, dann zeigst du auch deine Grenzen. Und das ist dann auch bei dir noch nicht gelöst und das ist auch noch nicht geheilt. Und ja, darum kommt ihr auch noch im Prozess nicht weiter. Also im Prozess kommt man dann weiter, wenn dich das nicht mehr trifft, was er dir antriggern möchte, ja? Wenn du nicht mehr eifersüchtig bist, wenn du in der Vergebung bist, wenn du im Vertrauen bist, wenn du wirklich in der göttlichen Führung glaubst und. Also wenn du so im Reinen mit dir bist, so vollkommen bist, dann geht dieser Prozess weiter. Also nochmal kurz hier angedeutet, morgen um 11 Uhr mache ich einen Livestream. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich dann vorher schon ein Orakel mache oder was ich da gerade in diesem Livestream mit euch machen werde. Lasst euch überraschen, ich lasse mich intuitiv führen. Und natürlich könnt ihr schon mal vormerken, also das Wochenangebot, dieses Vergebungsritual mit Energiearbeit für euch beide, also in eurem Prozess, damit ihr weiterkommt, ja. So, und natürlich diesen Chakrenausgleich kannst du noch an diesen 2 Tagen buchen. Das ist dann pro Person dauert das circa 40 Minuten. Also schau einfach noch in meinem Shop. Also der Angebot ist noch aktuell. So, ich komme zu Ende. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Und an alle, die mir gerne folgen möchten, folgt mir bitte auf Facebook. Also könnt ihr meine Seite folgen, Reka Praxis für Entspannung oder Spiritualität, Reiki und Motivation oder Valeria Lichtarbeiter für die neue Zeit. Und natürlich könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, auch unter Reka. Freue ich mich, wenn ihr da vorbeikommt. Da gibt es auch immer die Tagesbotschaften, die Tageskarten, auch die Affirmationskärtchen für jeden Tag. Und natürlich könnt ihr auch meine private Account, also die Seite auf Instagram folgen, also Valeria Tochtenhagen. Da seht ihr auch, was ich mal gekocht habe oder wo ich unterwegs war. Da könnt ihr mich auch ein wenig privat kennenlernen. So, und jetzt sage ich Namaste, meine Lieben. Bis morgen, eure Valeria.